Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen. Lange, lange ist es her, dass ihr dieses Video machen wollte. Ich habe mir die Fragen ausgedruckt und schon gesehen, dass sie teilweise 3 Monate alt sind, die Fragen. Ich wollte das Video eigentlich zur Feier des 500. Abonnenten machen. Das ist ja jetzt schon etwas her. Aber ihr kennt es wahrscheinlich selber, man schiebt immer so ein bisschen was auf und irgendwie kommt immer was dazwischen. Ich bin ja manchmal irgendwie so wie so ein Eichhörnchen mit welchen Aufmerksamkeitsstörungen, so, oh, das ist eine Videoidee, das kann ich machen, das kann ich machen, das kann ich machen. Und dadurch ist das irgendwie immer etwas in den Hintergrund gerutscht, aber ich möchte jetzt natürlich endlich mal das Fragestunde-Video machen. Ihr habt da schon einige Fragen quasi reingestellt. Das ist so ein bisschen zerklüftet gewesen, weil ich in verschiedenen Videos ja nach Fragen gefragt habe. Auch ein toller Satz, nach Fragen gefragt habe. und ich hoffe, ich habe jetzt keine übersehen. Ich habe jetzt einfach die Videos mal, wo ich dachte, dass da Fragen drin sind, in den Kommentaren mir mal angeschaut. Also wenn ich eure Fragen nicht beantworte und euch welche gestellt habt, bitte verzeiht mir. Ich bin einfach verpeilt. Das liegt einfach ganz einfach daran. Aber lange genug der Vorrede, fangen wir mal an mit der ersten Frage. Und zwar von Yoda Films 2016. Grüße an dieser Stelle an dich. Meine Frage wäre, wenn du dein Leben lang nur noch auf einer Konsole spielen kannst, welche wäre diese und warum? Ja, ist gar nicht so einfach. Ich hatte mir schon überlegt, was antwortest du darauf? Zählt der PC aus als Konsole? Bei dem würde ich auf jeden Fall den PC nehmen. Aber ich befürchte, du meinst eher diese klassischen Konsolen. Und ganz ehrlich, da würde ich dann wahrscheinlich den GBA nehmen. Warum? Weil der nämlich rückwärtskompatibel ist. Da kann man ja die Gameboy-Spiele spielen, die Gameboy-Color-Spiele und die GBA-Spiele. Ich habe zwar kein GBA da, aber wenn man sich so überlegt, so von der großen Verfügbarkeit, was kann diese Konsole abspielen und was nicht, gewinnt, glaubt der GBA. Der hat ja auch einige solide Super Nintendo Umsetzungen bekommen. Das heißt, das ersetzt so ein bisschen oder teilweise vielleicht sogar das Super Nintendo, obwohl ich mich jetzt mit der Spielebibliothek des GBAs ehrlich gesagt noch nicht so wirklich großartig beschäftigt habe. Aber ich glaube, obwohl es natürlich ein Handheld ist und natürlich am Fernsehen das irgendwie besser wäre, aber ich glaube, das wäre das Beste. Obwohl, dann vielleicht der GameCube, weil der hat auch diesen GBA-Spieler, wo man das Ganze auch auf den Fernseher spielen kann. Ich glaube, darüber kann man auch theoretisch dann die Gameboy-Spiele und so weiter drauf spielen. Ne? Dann nehme ich, glaube ich, den GameCube, weil dann habe ich ja noch die GameCube-Spiele dazu, obwohl ich auch noch nie einen GameCube in der Hand gehabt habe. Aber von der Theorie her ist das, glaube ich, besser. Ihr merkt schon eher, wenn dann eher so die klassischen Konsolen, nicht die neuen Konsolen. Wobei da natürlich auch viele mit Abwärtskompatibilität sind. Aber sehr, sehr schwierige Frage. Ich tendiere zum GameCube. Aus den Gründen. Ich hoffe, die Antwort war für dich befriedigend. Dann haben wir hier den Retro-Wolf. Auch an dieser Stelle viele Grüße an dich. Auf welche teuren Game-Spiele schießt du in der Zukunft? Eigentlich auf gar keins. Das klingt zwar etwas komisch, aber ich beschäftige mich jetzt extra nicht unbedingt mit dieser riesen Game Gear Bibliothek nach dem Motto, was gibt es da jetzt für teure Spiele und so weiter. Genau dasselbe mache ich übrigens bei den Game Boy und Super Nintendo Spielen. Meine Videos solltet ihr auch eher so in der Sache sehen, dass ich für mich quasi diese Spielebibliotheken erforsche und meine Erkenntnisse quasi mit euch teile, indem ich einen Test mache oder ein Retro Panda quält sich Video. Und genau das mache ich beim Game Gear. Ich beschäftige mich absichtlich nicht, was gibt es da für teure Spiele und so weiter, weil ich für mich das selber erforschen will, weil früher hatte man das ja auch nicht, dass man irgendwelche großen Listen hatten, irgendwie Spiele, die man unbedingt spielen muss und so weiter. Ich meine, klar, bei einigen Spielen, da kann man sich das denken, die Sonic, Mario sind No-Brainer bei irgendwelchen Konsolen. Aber deswegen, ich freue mich, quasi so unbekanntes Gebiet zu erforschen für mich und, wie gesagt, und mit euch die Sachen zu teilen. Deswegen kann ich darauf keine klare Antwort geben. Ich hoffe, das war jetzt in Ordnung für dich. Zweite Frage. Ist solide dein Lieblingswort? Ganz ehrlich, mir ist das nie aufgefallen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich im echten Leben quasi so oft solide sage.
Das ist ja quasi durch euch gekommen, dass ich glaube, da Laketi, wo ich immer nicht weiß, wie man den Namen aussprechen kann, aber ihr wisst, wen ich meine, hat mich, glaube ich, darauf mal angesprochen. Und da habe ich mal so überlegt, eigentlich hat er recht, aber so gesehen, das ist so, finde ich, die perfekte Bezeichnung für ein Spiel, was so, meh, so durchschnittlich ist einfach, ne? So, ja, es ist solide. Es macht nichts richtig falsch, aber auch jetzt nicht richtig geil, dass es revolutionär und tipptopp super wäre. Deswegen ist solide ein super Wort. Und seitdem ich darauf aufmerksam geworden bin und ihr das auch alle so abfeiert teilweise, habe ich es natürlich so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Weil ich finde, man sollte sich auch selber nicht immer ernst nehmen. Ne? Dritte Frage. Gibt es ein Game, was du jedes Jahr mal durchspielen oder anspielen musst? Link's Awakening. Link's Awakening definitiv, auch wenn es nur mal vielleicht eine halbe Stunde den Anfang spielen ist oder ähnliches. Es ist einfach mein Lieblingsspiel aller Zeiten, wo ich einfach mal ab und zu mal ein bisschen reinspielen muss. Ich weiß nicht, die Musik, das Feeling dieses Spieles, wobei ich ehrlich gesagt nicht so der Typ bin, der jetzt Spiele ständig und ständig und ständig neu durchspielt, aber Link's Awakening, das ist so pure Liebe. Deswegen bin ich auch super gehypt auf den Switch-Port, den neuen, der jetzt bald kommen sollte. Und ich gucke jetzt regelmäßig jede Woche, weil ich will da auch eine Collector's Edition haben. Ich gehe mal davon aus, ich habe noch keine Informationen gefunden, vielleicht seid ihr da klüger, dass es zu diesem Spiel auch eine Collector's Edition geben wird oder soll. Und die möchte ich gerne natürlich haben. Das Problem ist, wie ich mein Glück kenne, die ist super schnell ausverkauft und ich krieg sowas immer irgendwie nicht mit. Aber wäre halt schön, wenn ich da diese Collector's Edition auch kriegen würde, würde sich, denke ich mal, hier schön im Schrank machen. Übrigens, super Mützenhalter, ne? Dank an Retronic an dieser Stelle. Oder deine bessere Hälfte, eher gesagt. Ja, das ist so. Ja, da muss ich immer wieder hinzukehren, das Intro mir einfach anschauen. Ein bisschen mal durch die Sachen zu laufen, durch die Bildschirme zu laufen, diese schöne Musik zu genießen. Einfach herrlich. Das Spiel ist pure Liebe für mich. Aber wie gesagt, allgemein bin ich jetzt nicht der Typ, der Spiele mehrmals durchspielt. Genauso geht es bei mir mit Filmen oder Serien. Die gucke ich eins mal und dann ist auch gut. Deswegen bin ich auch nicht so der DVD-Käufer, aber ich schweife wieder ab. Dann, vierte, was spielst du am liebsten zur Weihnachtszeit? Ja, man merkt, dass die Frage 3 Monate alt ist. Ganz ehrlich, zur Weihnachtszeit spiele ich gerne so chillige Spiele, so schöne Aufbauspiele, ne, die wenig Stress machen, wo man ein bisschen runterkommen kann, die nicht so kompetitiv sind oder irgendwie sowas. Schöne Aufbauspiele. Zum Beispiel habe ich jetzt letztes Weihnachten viel Oxygen is Not Included gespielt. Schöner Titel, gibt es momentan nur auf dem PC. Early Access kann ich euch aber trotzdem empfehlen. Habt ihr so ein Metroid oder ja, Asteroid nennt man das, genau. Die so ein Ding, was im All rumschwebt. Und ihr habt halt so verschiedene Arbeiter und müsst euch da quasi so eine Art Lebenssystem aufbauen, mit Nahrung versorgen. Natürlich, wie der Name schon sagt, auch Sauerstoff erzeugen. Ihr gräbt euch immer tiefer in das Erdreich rein und so weiter. Solche Spiele mag ich einfach. Aber das ist so das Ideale zur Weihnachtszeit. Das waren die Fragen vom Retro-Wolf. Ne? Wie gesagt, Grüße an dieser Stelle. Und der Stefan, ja, hat natürlich auch eine Frage gestellt. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen, vielen Dank, Stefan. Du bist echt der Beste. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, der hat mir dieses schöne Logo gemalt. Welche Retro-Konsole findest du objektiv bewertet, auch mit Einbezug von Exklusivtiteln wie Sonic für Sega, Mario für Nintendo etc. am besten und welche am schlechtesten? Ich glaube am besten mit Exklusivtiteln, also auch mit Einbezug. Ich glaube, ja, das ist ein knappes Rennen für mich, und zwar Super Nintendo oder Game Boy. Es ist nicht... Mein Herz sagt Game Boy, weil ich einfach auch damit wesentlich mehr Zeit verbracht habe. Aber die Vernunft sagt, dass das Super Nintendo dann doch mehr so diese Zugkraft hatte, weil es auch diese großen Rollenspiele gab und so weiter. Und der Game Boy ja eher so eine Snack-Konsole ist mit relativ einfachen Spielen. Deswegen glaube ich, würde ich da eher sagen, dass Super Nintendo ist auf jeden Fall die beste, weil das hat so viele große Reihen gestartet, wie Super Mario Kart und so weiter. Also
gibt es für mich keinen Drumherum. Ich bin halt ein Nintendo-Kind, ich habe jetzt nichts gegen Sega. Ich bin aber nicht mit Sega aufgewachsen, dazu habe ich auch nicht so diese Verbindung dazu. Und ihr wisst es alle selber, bei Retro-Kram zählt die kindliche oder die Nostalgie-Faktor sehr, 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 sehr wichtig. Ja, welches am schlechtesten? Wenn ich so ein bisschen mogeln dürfte, dann wahrscheinlich das Philips CD-i. Was ja eigentlich im Prinzip nur Scheißspiele rausgebracht hat. Ich sage auch nur als Exklusivtitel diese Mario- und Zelda-Spiele. Die sehen ja natürlich grottig aus. Das kam ja davon, dass das Philips Mario- und Zelda-Spiele machen durfte, weil die halt so eine Kooperation mit Nintendo hatte, die aber nicht so richtig zustande gekommen ist, die aber noch die Rechte für zwei, drei Spiele im Zelda- und im Mario-Universum haben. Und dann haben sie halt für ihre CD-i-Konsole, die natürlich ja CD-basiert war, die Dinger rausgebracht und sehen so schrecklich aus, die Spiele, und spielen sich auch schrecklich. Ihr findet auf YouTube sicherlich entsprechende Videos. Da Angry Video Game Nerd hat da entsprechend auch schon Folgen zugemacht. Also bisschen gemogelt, aber so richtig scheiße, so richtig Mainstream-Scheiße, ja vielleicht der Virtual Boy sonst noch, um ein Nintendo-Beispiel zu machen, wobei ich da jetzt auch eine Videoserie, es gibt den YouTube-Kanal Jeremy Parrish, kann ich euch nur empfehlen, der analysiert auch so ein bisschen sehr, sehr genau diese Spiele, und der hat jetzt auch eine relativ neue Reihe, ich glaube vor zwei Monaten angefangen, wo er Virtual Boy-Spiele vorstellt. Die Spiele an sich sind viele gar nicht so verkehrt. Das System ist halt ein bisschen suboptimal designt worden, sagen wir es mal so, ne? Aber daher, CD-i oder Virtual Boy, suchst dir aus. Das war die Frage vom Stefan. Dennoch eine Frage von der Gudrun, auch an dieser Stelle. Viele Grüße an dich. Was waren bisher die schwierigsten Spiele, die du komplett durchgespielt hast? Und das ist eine gute Frage und eine schwierige Frage. Ihr seht es ja immer in den Tests, ich bin immer so ein bisschen der Mensch, der so schwierige Einzelspieler-Spiele so ein bisschen scheut. Also ich bin jetzt auch zum Beispiel kein Dark Souls-Spieler oder ähnliches. Das ist einfach nichts für mich. Wenn ich ein Singleplayer-Spiel spiele, gehe ich eher so in die Richtung Aufbauspiele, Strategiespiele, sowas in der Richtung halt. Und da fällt mir jetzt kein super schwieriges Spiel ehrlich gesagt ein. Also kompetitiv spiele ich eigentlich eher Multiplayer-Spiele. Und ich glaube, das schwierigste Spiel in der Hinsicht, was ich denn quasi durchgespielt habe, wobei ich jetzt bei der Frage etwas mogeln muss. Und zwar habe ich damals sehr intensiv WoW gespielt, als das rauskam. Das war ja 2004, 2005, also das Vanilla-WoW ohne irgendwelche Add-ons. Und da war ich in einer Gilde drin, wo man diese Raid-Instanzen, für alle, die das nicht sagt, damals waren die Raid-Instanzen noch so besonders schwierige Dungeons, die man halt erledigen konnte, brauchte man 40 Leute damals. Das heißt, es war wirklich schwer, 40 Leute dafür zu organisieren, die auch alle die Motivation haben, diese schweren Bosse zu legen und zu koordinieren und so weiter. Und da war ich sehr aktiv drin, und wir hatten damals, ich glaube in Ankirei hieß das, waren wir unter den Top 10 Gilden in Europa, die diesen Boss erlegt haben, weil da war natürlich immer ein Patch kommt rein, ein neuer Dungeon oder ein neuer Boss wird freigeschaltet, und dann ist halt dieser Wettlauf. Wie schnell schafft welche Gilde von welchem Server diesen Boss zu erledigen? Was natürlich nicht so einfach ist, weil je schneller man ist, desto weniger Strategie-Guides gibt es online, die man sich irgendwie ansprechen kann. Man muss es ausprobieren und ausprobieren. Und da waren wir unter den Top 10 mal. Und das ist, denke ich mal, so, was den schwierigsten durchspielt, so am nächsten kommt. Ansonsten, ich muss gestehen, ich bin nicht so der Typ, der sich da irgendwo überall dran festbeißt und das immer und immer wieder probiert. Das bin ich einfach nicht. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wenn ein Spiel mich zu frustriert, dann höre ich eigentlich meistens auf und spiele ein anderes Spiel. Weil in der heutigen Zeit gibt es einfach ein zu großes Angebot an Spielen, wo man hinwechseln kann. Und sogar schon damals auf dem Gameboy, da habe ich es natürlich so ein bisschen mehr probiert damals. Aber man hatte doch immer ein anderes Spiel, was man dann eher gespielt hat. Keine Ahnung. Für mich finde ich da keine große Motivation heraus, sage ich mal. Aber wer das gerne mag, hey, jeder Spieler ist anders und das ist auch gut so. Und deswegen gibt es auch für jeden Spielertyp auch entsprechende Spiele, ne? Also, wie gesagt, ich mogel etwas und sage WoW, Ankirei, First unter den Top 10 europaweit. Das sollte man erstmal schaffen. Dann
kommen wir zum WWW-Investor. An dieser Stelle auch Grüße an dich natürlich, mein Guter. Erste Frage, wie ist denn aktuell der Stand bei deinem Retro-PC? Ja, ganz ehrlich, der steht da drüben. Dasselbe so ein bisschen wie mit dem Fragestunden-Video. Ich hatte ja diese Videoreihe angefangen und dann kam immer irgendwie was dazwischen, deswegen habe ich das nicht weiterverfolgt. Also der momentane Stand ist, er läuft im Prinzip, aber das Kettenlaufwerk spinnt rum. Also habe ich mir so eine Reinigungsdiskette besorgt, die habe ich aus Japan bestellt, weil sie da irgendwie die Hälfte günstiger war als auf dem deutschen eBay, mit Versand natürlich, was eigentlich bescheuert ist. Und dadurch kam halt so eine Pause rein, ne? Und dann habe ich halt versucht, das Kettenlaufwerk damit sauber zu machen. Ging nicht, ich habe es auseinandergebaut und dann ging es immer irgendwie nicht. Okay, und dachte mir, komm, was machst du die ganze Mühe, besorgst du dir ein neues Diskettenlaufwerk? Da habe ich bei eBay gesehen, die kosten irgendwie 5 Euro oder sowas. Also, warum habe ich das nicht gleich gemacht, ich Idiot? Ja, aber dann kam das Diskettenlaufwerk an, immer wieder was dazwischen, ich habe es auch nicht eingebaut, aber irgendwann bald werde ich das mal machen. Da habe ich aber eine Frage an euch, und zwar habe ich in der Zwischenzeit mir auch einen neuen Monitor besorgt. Der Monitor kann leider kein VGA wie mein alter Monitor. Kennt einer von euch irgendeinen guten, stabilen VGA zu HDMI-Wandler, dass sie das auch mit meiner Capture-Karte gut aufnehmen kann? Weil das Problem ist, ich habe zwar so ein Billo VGA zu HDMI-Wandler, das wird dann aber nicht von meiner Capture-Card erkannt. Ich denke mal, weil das von der Auflösung her zu klein ist. Weil, ja, das ist, irgendwie muss ich seinen neuen Monitor anschließen können. Und deswegen liegt es momentan. Aber es ist noch nicht vergessen. Irgendwann, genauso wie dieses Video, wird unerwartet Teil 3 kommen, wo ich das Kettenlaufwerk einbaue und DOS installiere. Aber im Prinzip läuft der Computer. Ich konnte auch schon sehen, was auf der Festplatte drauf war von meinem Vorgänger. Ich glaube, das war irgendein Arbeitscomputer, was ja auch dazu spricht, weil da war ja auch ein Modem eingebaut und so weiter. Werde ich natürlich alles platt machen und so weiter. Aber im Prinzip läuft er nur durch das Kettenlaufwerk nicht. Und das ist natürlich bei den Computern sehr, sehr wichtig, logischerweise, ne? Dann, zweite Frage, hast du The Riddle of Master Lu ohne Komplettlösung durchgespielt? Ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht durchgespielt. Ich weiß gar nicht, wie du auf das Spiel kommst, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das schon irgendwo mal erwähnt habe. Aber irgendwie kann ich mich irgendwie sehr, sehr stark an dieses Cover erinnern. Ich weiß gar nicht, warum, aber dieses Cover, ich glaube, das hatte so eine Hand, ne? Das hat sich bei mir irgendwie eingebrannt. Ich habe das Spiel, glaube ich, damals, gab es das als Shareware? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das auf jeden Fall damals angespielt, aber nie durchgespielt. Ich glaube, es ist ein Adventure, oder? Aber wie gesagt, ich habe, wenn denn überhaupt, nur kurz reingespielt. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das Spiel ist wahrscheinlich schwer, aber der Name sagt mir auf jeden Fall was. Und ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung, ob es das damals irgendwie ein großes Marketing-Ding wäre oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das irgendwie bei mir eingebrannt. Ich habe keine Ahnung. Und die dritte Frage, wie würdest du deinen Fahrstil beschreiben? Boah, ich würde sagen, ich bin jetzt nicht der größte Raser, aber ist auch keine Schnecke, ne? Also, ich denke mal so, was die meisten fahren oder viele fahren, so 5 bis 10 km/h über Geschwindigkeitslimit, das geht immer, ne? wenn es blitzt, dann gibt es auch keinen Punkt und wird nicht teuer. Nee, Spaß beiseite, das war schon ernst gemeint. Aber ich bin jetzt nicht so ein aggressiver Fahrer, der jetzt bei jedem jetzt im Kofferraum hängt. Ich kann natürlich schon mal fuchsig werden, so bei Leuten, die meine 5 bis 10 km/h drüber eher das Gegenteil machen, also 5 bis 10 km/h drunter. Ne? Also wenn 50 ist, dann kann man auch ruhig 50 fahren und muss da nicht mit 35, 40 rumgucken. Da wäre ich natürlich schon fuchsig, aber ich fahre natürlich jetzt nicht irgendwie, dass ich groß dränge oder irgendwie sowas. Im Allgemeinen halte ich mich natürlich an die Verkehrsvorschriften. Was ich aber nicht verstehen kann, ist, dass manche Leute das irgendwie nicht mit Wetter klarkommen. Das klingt jetzt etwas komisch. Aber gut, ich habe ein Allrad. Ich habe das Glück, dass ich einen Firmenwagen habe. Das heißt, ich kriege alle 3 Jahre ein neues Auto. Ich fahre momentan ein Mitsubishi Eclipse Cross. Ist letztes Jahr rausgekommen. Schönes Auto, bin ich sehr zufrieden mit. Hat natürlich auch ein bisschen PS, hat ein Turbo, was auch nicht schlecht ist, aber hat jetzt keine 300 PS. Er hat 150 PS, das heißt, ich bin jetzt nicht so Porsche-mäßig unterwegs, aber man kann schon flott einigermaßen beschleunigen und mithalten. Der natürlich Allrad, was da wo ich wohne auch wichtig ist, weil wir haben hier gerne schon mal etwas Schnee, aber wenn man hier so ein bisschen in das Rheinland reinfährt, was hier um die Ecke ist, und wenn die Rheinländer ein paar Schneeflocken oder ein paar Regentropfen sehen,
Wir vergessen irgendwie alle, wie man Auto fährt. Schrecklich. Also sowas regt mich auch immer so ein bisschen auf, wenn Leute nicht mit Wetter klarkommen. Natürlich muss man seinen Fahrstil in den entsprechenden Wetterbegebungen anpassen. Aber bei Schneeflocken plötzlich wie ganz abrupt überall Bremse und so weiter. Wobei es das Falscheste ist, was man machen kann bei Schnee. Aber bevor ich jetzt noch mehr über die Rheinländer schimpfe, ich mag euch Rheinländer, wenn ihr zuguckt. Aber ihr könnt nicht unbedingt bei schwierigeren Wetterbedingungen Auto fahren, was aber natürlich logisch ist, weil sowas ist bei euch eher selten. Ich glaube, ich habe mich diplomatisch ausgedrückt. So, dann haben wir nochmal den Yoda-Films 2016. Da waren 2 Monate zwischen deinen Fragen. Ich hätte echt nicht so lange mit dem Video warten sollen, glaube ich. Du hast aber das war ein Pickup-Video. Meine Frage an dich: Gibt es einen Spielehersteller, den du verachtest, also den du gar nicht leiden kannst oder dessen Art dir nicht gefällt? Ehrlich gesagt, nee. Ich hab echt über diese Frage nachgedacht. Also verachten ist sowieso ein starkes Wort, das sowieso nicht. Weil ich bin dafür, wenn Hersteller irgendein Spiel programmieren, einen eigenen Stil haben, und es nicht gerade das Erstlingswerk ist oder ähnliches, die haben ihre Community, die haben ihre Leute, die diesen Stil gefallen. Nur weil das ja denn für mich nichts ist, heißt es ja nicht, dass es schlechte Spiele sind oder schlechte Spielehersteller, um Gottes Willen. Aber es gibt natürlich so ein paar Hersteller, da brauche ich jetzt nicht unbedingt ein Spiel, wie zum Beispiel From Software, wie schon angesprochen mit Dark Souls und sowas. Ich sage jetzt nicht, dass From Software blöd oder schlechte Spiele macht, um Gottes Willen. Nein, 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 die haben eine große Fangemeinde und das ist auch gut so. Aber für mich persönlich ist das nichts. Aber auch ansonsten, gut, vielleicht verachten ist das moderne Konami. Und zwar, weil ich einfach so enttäuscht mit den Leuten bin. Ihr habt früher so schöne Spiele gemacht. Ihr habt es doch eigentlich drauf gehabt. Und was macht ihr jetzt? Scheiße. Bullshit macht ihr. Irgendwelche Pachinko-Spielautomaten mit euren schönen, teuren Franchises, wo ihr richtig geile Spiele rauskloppen könntet. Das ist vielleicht so am nächsten, was Verachten angeht. Aber ansonsten bin ich da eigentlich... Mein Lebensmotto ist ja eh so leben und leben lassen. Sollen sie machen. Die haben ihre Zielgruppe. Die Leute, die spielen die Spiele sehr gerne, also was soll ich denn da, habe ich doch kein Recht da irgendwie zu sagen, ihr seid doof. Ganz einfach. Kommen wir zur nächsten Frage oder Fragen von Mirkus Kosmos, auch an dieser Stelle Mirko, viele Grüße an dich und danke für deine Fragen. Erstens, welche sind deine Lieblingsserien aus deiner Kindheit? Ich würde sagen, auf jeden Fall meine allerliebste dürfte DuckTales sein. Wie ihr vielleicht schon mal hier und da gehört habt, bin ich sehr geschichtlich interessiert und so ein bisschen Indiana Jones mäßig und sowas, ist natürlich DuckTales richtig geil. Also das da fand ich wirklich so die schönste Serie. Dann natürlich Captain Baloo und Darkwing Duck. Ich glaube, das sind so meine Top 3, ehrlich gesagt. Wobei es natürlich so ein bisschen fließender Übergang ist. Das Problem ist nämlich so Serien wie Ghostbusters zum Beispiel oder sowas. Das habe ich als Kind nicht unbedingt mitbekommen, weil ich war in so einem Haushalt. Früher war das ja mit diesem privaten Sendernempfang und sowas nicht so ganz einfach. Und ich glaube, meine Eltern hatten bis Anfang der 90er irgendwann nur Antenne. Und da konnte man ja nur die Öffentlich-Rechtlichen empfangen. Und das kam dann dadurch erst später, dass ich so ein bisschen mehr in dieses Zeichentrickgucken reinkam. Aber ich denke mal so DuckTales, Darkwing Duck und Captain Baloo. Mir fällt jetzt gerade der Name. Hieß es Captain Baloo? Und seine tollkühne Kuh heißt das, glaube ich, die Serie. Ne? Das waren schon so meine Lieblingsserien irgendwie. Oder Scooby-Doo habe ich natürlich auch gerne geguckt. Wobei, es ist so ein Thema, je länger man überlegt, desto mehr tolle Titel fallen ein irgendwie ein. Aber ich glaube, diese typischen Disney-Afternoon-Sachen, das sind so meine Lieblingssachen auf jeden Fall. Aber wie was DuckTales halte ich ganz, ganz weit oben. Eine zweite Frage. Was außer schlechten Gameboy-Spiel macht dich so richtig wütend? Im Spielebereich eigentlich nicht so viel, außer wenn natürlich irgendwie ein Spiel komplett verbuggt ausgeliefert wird oder sowas. Sowas finde ich unverantwortlich, nur weil da irgendwie ein Liefertermin irgendwie eingehalten werden muss. Sowas finde ich immer echt, schwierig.
schwierig. Dann verschiebt bitte ein Spiel einen Monat oder irgendwie sowas und liefert es bugfrei aus. Aber sowas, das. Nee, das ist irgendwie nichts. Und ansonsten, was mich immer so ein bisschen ankotzt, wenn Menschen hochnäsig sind. Und wenn sich Menschen auch nicht unbedingt in andere Menschen hineinversetzen möchten und irgendwie so andere Menschen herabwürdigend behandeln, weil sie denken, sie werden besser. Sowas kann ich nicht ab. Irgendwie so, haha, du spielst jetzt Spiele nicht genau nach dem Mindset wie ich und deswegen bist du voll blöd. Und zwar ein konkretes Beispiel. Ich will jetzt über diesen User nicht lästern oder sowas, aber ich habe ja mein Gameboy-Video. Und da gucken, das Sammlungsvideo. Und das gucken viele Leute natürlich auch, die nicht den Kanal abonniert haben. Die googeln nur nach Gameboy-Sammlung und gucken sich das an. Und da hat einer kommentiert wirklich so einen, also jetzt nicht beleidigenden Ton, aber irgendwie so einen Ton, wo man sich auch denkt, von wegen, was für Probleme hast du, Junge? Und zwar von wegen, weil, wie gesagt, ich habe ja schon vorhin erwähnt, ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich durch ganz harte Spiele irgendwie durchbeißt. Ich bin vom Spielertyp, bin ich ja einfach anders. Und dann hat er halt reingeschrieben von wegen, nur weil es schwer ist, ist das Spiel schlecht oder was? Du sollst dich vielleicht mal besser mit den Spielen beschäftigen. Das ist ja schön, wenn du das so siehst. Aber ich bin eine andere Spielerpersönlichkeit als du. Es gibt nicht den Spieler. Es gibt Spieler, die haben verschiedene Prioritäten, was Spielen angeht. Ich habe natürlich relativ freundlich geantwortet, dass ich eher kompetitive Spiele, Multiplayer-Spiele spiele. Also ich bin ja großer Dota 2 und momentan spiele ich Battlefield 5 ganz gerne. Also ich brauche immer so einen Ego-Shooter, den ich online spiele und ein Strategiespiel, was ich online spiele. Dota 2 ist ja auch nicht so das einfachste Spiel, ne? Also bin ich schon kompetitiv da unterwegs. Aber ich habe halt keinen Bock, mich bei irgendwelchen Gameboy-Spielen, die halt frustrierend schwer sind, weil sie halt künstlich schwer gemacht sind, egal ob es jetzt die Steuerung ist oder keine Ahnung, dass die Sprünge zu präzise gesetzt werden müssen oder irgendwie sowas. Wenn der das so sieht, ist das in Ordnung für ihn, aber dann muss man das nicht so herablassen auf andere von wegen, nur weil der jetzt andere Präferenzen hat als ich, hat der keine Ahnung oder ist doof. Sowas finde ich halt nicht in Ordnung. Wie gesagt, ich will den jetzt nicht großartig dissen oder sowas. Ich bin halt, wie gesagt, ein Typ, der sagt, leben und leben lassen. Wenn das eine Einstellung ist, hey, aber frage ich mich auch, was für Probleme hast du, dass du denn da irgendwelche wildfremden Leute für dich auf YouTube deswegen ankackst? Überleg dir mal, ob dir das wirklich so wichtig sein sollte. Aber ich bin jetzt wieder abgeschwiffen, aber sowas halt, das finde ich so, muss das sein? Leben und leben lassen, Leute. Jeder ist anders, jeder hat andere Prioritäten, ist doch schön, ist doch geil. Wäre doch blöd, wenn die Welt alles gleich wäre und alle gleich denken würden. So ist doch cool. Dritte Frage. Welches ist der größte YouTuber, den du abonniert hast? In Klammern, der Weile mal erzähle ich, der Typ ist ja nur knapp 1,70 Meter. Knapp 1,70 Meter. Also, ich bin ja kein Riese. Ich bin jetzt aber auch kein Zwerg, also ich bin 1,76 groß. Und den Weidemann habe ich ja schon zweimal getroffen und da muss man ja immer. Die Frage kann man jetzt natürlich auf zwei Seiten interpretieren. Meinst du jetzt wirklich die Körpergröße oder den größten Kanal? Ich glaube, der größte Kanal dürfte wahrscheinlich Cinemassacre sein. Das ist ja der Kanal vom Angry Video Game Nerd. Der größte YouTuber ist wahrscheinlich der Metal Jesus Rocks, also der ist ja auch wohl so der Riese. Da gibt es immer so Bilder von 10 im Hintergrund, wenn er die Casey eingeladen hat, die ja anscheinend wirklich nur so ein laufender Meter ist, wenn die sich da auf der Box stellt und so weiter. Das sind, glaube ich, so wirklich die beide in beiden Sinne die größten, denen ich folge. Beim anderen mache ich mir zumindest über die Körpergröße nie Gedanken gemacht. Wobei ich natürlich auch nicht nur Videospielkanäle abonniert habe. Ich glaube, das hält sich so 50-50. Ich bin ja sehr, sehr geschichtsinteressiert und habe dadurch auch viele Geschichtskanäle abonniert. Die haben teilweise auch mehrere hunderttausend Sachen. Wobei ich, muss ich sagen, primär englische Kanäle abonniere. Ich habe zum Glück jetzt kein Problem, irgendwie Englisch zu verstehen oder sowas. Ich weiß auch gar nicht, warum das bei mir so ist, aber ich denke mal, es dürfen so die größten sein. Dann kommen wir zum nächsten. Water Wind an dieser Stelle. Viele, viele Grüße an dich. Frage 1. Strebst du ein Gameboy-Spiele-Fullset an? Ja, jetzt nicht aktiv, ehrlich gesagt.
ich sammle halt so ein bisschen vor mich hin. Gut, das, ich denke mal, wenn ich jetzt irgendwie nur noch 50 theoretisch oder irgendeine andere Zahl zum Fullset mir fehlt, dann würde ich da vielleicht auch noch so eine Art Endspurt machen. Aber ich bin eigentlich so eher die Sache, es gibt ja so wirklich so sehr, sehr, sehr teure Spiele, weil sie selten sind, die aber richtig scheiße sind. Ne? Wie zum Beispiel, großes Beispiel bei den Kollegen von NES-Kommando, die haben ja mit den Waldemar drüber gesprochen, dieses Beethoven-Spiel in OVP, was irgendwie für 3000 Euro weggegangen ist. Aber das Spiel ist scheiße. Und das ist nur zu kaufen, weil es selten ist und was teuer ist und damit es im Regal verschwindet, sehe ich persönlich nicht ein. Also bisher habe ich das alles wirklich so mir die Spiele gekauft. Okay, mal gucken, was dahinter ist. Wie vorhin schon angesprochen, ich beschäftige mich denn nicht im Voraus großartig damit. Ich versuche mich in diese kleine Rolle hineinzuversetzen, wie man als Kind im Spielzeugladen war und nach Cover gekauft hat. Oder von wegen, ach, das müsste gut sein. Okay, mittlerweile hat man natürlich so ein bisschen Denken, okay, das ist wie zum Beispiel ist ein Filmlizenzspiel, das wird wahrscheinlich nicht so der Überbringer sein. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber ist natürlich leider nicht die Regel. Aber ich weiß nicht, sehe ich nicht ein, aber vielleicht, keine Ahnung, ich habe jetzt knapp unter 150 Spielen, kann sich natürlich ändern, aber da ist natürlich momentan noch viel Luft nach oben, deswegen schauen wir mal, würde ich sagen. Also ich sammle so ein bisschen vor mich hin, habe Spaß dran, aber jetzt auf Kampf mehrere 100 Euro für irgendein Spiel zu auszugeben, nur weil es selten ist, sehe ich noch nicht ein, aber wer weiß, was in der Zukunft passiert. Dann, zweitens, Zelda ist ja dein Gameboy-Lieblingsspiel, aber welche Spiele kommen dann auf Platz 2 bis 6? Ich muss sagen, das ist eigentlich so ein fließender Übergang. Und ich mag es eigentlich auch keine feste Reihenfolge zu machen. Ich habe da mal ein Video drüber gemacht, aber die Reihenfolge, die mischt sich ständig irgendwie. Also auf jeden Fall Soda Striker finde ich extremst geil. Dann Fortress of 4, obwohl es ja objektiv gesehen nicht so geil ist. Super Mario Land 2. Also ich sage jetzt einfach mal so grob 5 Spiele, ne, die irgendwie da reingehören. Super Mario Land 2 auf jeden Fall. Super Mario Land 1 ist auch schon sehr geil gewesen. Ja. Das ist ein bisschen blöd, wenn man es jetzt so spontan aus den Fingern saugen muss. Ne? Ich hätte mich mal vorbereiten sollen. Da fallen mir bestimmt jetzt noch ein paar Spiele irgendwie ein, aber diese Spiele sind mir persönlich auf jeden Fall irgendwie ganz wichtig. Wobei ich natürlich auch andere Titel sehr, sehr intensiv gespielt habe. Und Dino Blaster. Das ist erscheint auch nicht so oft in irgendwelchen Listen oder sowas, aber da habe ich persönlich viel, viel Spaß dran gehabt. Ja, das sind so, kann man dazu noch irgendwie packen. Dann die dritte Frage. Sammelst du noch etwas anderes außer Retro-Games, zum Beispiel Lego? Da habe ich länger überlegt. So richtig sammeln eigentlich nicht. Aber ich habe in letzter Zeit so ein bisschen angefangen, wo du Lego ansprichst. Und zwar gibt es ja mittlerweile viele, viele Konkurrenzfirmen zu Lego, die auch andere Sets anbieten. Und weil ich ja schon erwähnt habe, sehr geschichtlich interessiert bin, habe ich jetzt letztens entdeckt, vor ein paar Monaten entdeckt, dass es die Firma Kobi gibt. Das ist eine polnische Firma, die im selben Format herstellt, die Lego-Steine. Da ist ja irgendein Patent entfallen, deswegen kann das jetzt jeder machen. Und die haben andere Thematiken, und zwar historische Panzer und Flugzeuge. Und da habe ich jetzt schon 3 Modelle. Ich hab den Mark One Tank aus dem Ersten Weltkrieg. Das war der britische, im Prinzip der ikonische Panzer aus dem Ersten Weltkrieg. Dann habe ich aus dem Zweiten Weltkrieg den Tiger und die Stuka. Wenn ich nicht vergesse, blende ich hier mal ein Bild ein. Es macht sehr viel Spaß, so ein bisschen mit Lego zu spielen, wenn man ein bisschen andere Lego-Sets mal haben will, außer diese typischen, die ja eher, sag ich mal, so an Kinder gerichtet sind. Ich weiß, Lego-Technik und es gibt Creator-Serie und so weiter. Das ist auch eher für Erwachsene. Aber so für mich, so als geschichtlich Interessierter, sind die Modelle ganz schön. Aber bitte, nur weil ich jetzt deutsche Gerätschaften aus dem Zweiten Weltkrieg quasi meiner Sammlung habe, ich habe mit der Ideologie nichts zu tun, das will ich hier feststellen. Nicht, dass mir hier immer etwas unterstellt wird. Ich finde den Tiger einfach nur, der sieht cool aus und die Stuka sowieso. Also
Wie gesagt, es soll nichts zur Ideologie oder sonstiges aussagen. Ich bin streng gegen Krieg, aber man hat natürlich so eine gewisse Faszination, was so Waffen und sowas angeht. Ich weiß nicht, warum habe ich seit der Kindheit, und wenn man sich natürlich sowas wie Battlefield spielt, und da auch den Tiger fährt, dann ist so ein Lego-Modell davon gar nicht so verkehrt. Also, und die sind auch gar nicht so teuer, muss ich sagen. Also Kobi, also C-O-B-I, wenn euch das mal interessiert, einfach mal bei Amazon eingeben, gibt es super viele schöne Modelle auf jeden Fall. Dann die vierte Frage. Ist noch eine Fortsetzung der Konsolenkrieg-Reihe, der Let's Plays oder der Wir bauen einen DOS-PC-Videos geplant? Gute Frage. DOS-PCs habe ich ja schon vorhin angesprochen. Im Prinzip ja, irgendwann, aber ne, ich bin da manchmal etwas schluderig unterwegs. Ja, der Konsolenkrieg-Reihe hatte ich ja relativ am Anfang gemacht. Die haben viele wahrscheinlich auch noch gar nicht gesehen. Und zwar nehme ich da zwei Versionen von Nintendo und Sega-Konsolen von einem gewissen Spiel und vergleiche die und schau mal, welches Spiel da besser abschneidet. Ich glaube, ich habe 3 oder 4 Folgen davon gemacht. Habe ich eingestellt, ist auch im Prinzip auch nicht mehr weiter was geplant. Aus dem einfachen Grund, weil diese Videos zumindest damals wesentlich aufwendiger waren als die normalen Tests, weil ich muss 2 Spiele anspielen und vergleichen und so weiter, mir ein Punktesystem ausdenken und das abwiegen. Recherche dauert natürlich viel länger, weil da die Gefahr ist, dass man etwas übersieht, viel, viel größer ist, als es bei einem normalen Test, wo man nur eine Version irgendwie begutachtet. Und zumindest damals war es so, dass dann im Vergleich die Klickzahlen dann doch stark hinter den normalen Tests, nicht stark, aber hinter den normalen Tests waren. Und dann habe ich mir gedacht, da hast du jetzt immer so viel Aufwand reingebracht, aber klickzahlmäßig war das jetzt nicht so gut. Also mehr Aufwand bedeutet jetzt da nicht gleich mehr Interesse, und deswegen habe ich das Projekt eher eingestampft. Ich weiß nicht, ob es in der Zukunft irgendwann nochmal irgendwas Neues geben wird. Ich aus der momentanen Sicht eher nicht, weil ich mit meinen 3 Videos in der Woche momentan relativ ausgelastet bin. Da habe ich eigentlich noch mehr Zeit, um da sowas so reinzubringen. Let's Plays im Prinzip genauso. Die machen zwar nicht so viel Arbeit, aber dadurch, dass ich jetzt einfach 3 Videos die Woche immer versuche zu machen, habe ich einfach keine Zeit. Und irgendwann will ich auch mal ein bisschen Freizeit haben, wo ich was anderes außer YouTube-Videos mache. Deswegen, ich hoffe, ihr habt Verständnis dazu. Und auch die Let's Plays. Ja, Let's Plays, die findet ihr überall. Das klingt zwar ein bisschen blöd, aber die haben zwar wenig Arbeit gemacht, aber das Interesse war auch halt nicht so groß. Und das waren eher so von wegen, tada, guck mal. Dafür mache ich jetzt ab und zu einen Stream. So. Ist auch zwar nicht so oft, aber besser als nichts. Fünftens, was ist dein liebstes Urlaubsziel? Ich muss sagen, ich bin so einer, der gerne Meer und Strand hat. Und ich habe vor 2 Jahren mit meiner noch Ehefrau damals eine Karibik-Kreuzfahrt mit AIDA gemacht. Das war schon sehr geil. Das würde ich auch gerne wieder machen, so eine schöne Kreuzfahrt. Das war auch, also man sieht schöne viele Sachen. Ich mag das Meer eh, wenn man auf dem Meer ist, ist das super. Da würde ich echt gerne auch nochmal so ein bisschen so eine Asien-Tour machen mit Indien und sowas. Gibt es da herrlich. Also Asien war ich grundsätzlich noch nie, würde ich gerne nochmal hin. Ich würde auch gerne nochmal nach Japan. Aber so die schönsten Orte, wo ich bisher war, war, glaube ich, auch wirklich diese Kreuzfahrt. Mit verschiedenen Orten, wobei ich dann schon auch auf den Malediven auch mal war. Das war dann damals in den Flitterwochen, sind wir da hingefahren. Wie gesagt, vor meiner noch Ehefrau, da läuft momentan etwas, aber anderes Thema. War natürlich auch cool, weil Malediven, wenn ihr da Fotos seht, die sind nicht nachbearbeitet. Das sieht wirklich so geil da aus, ne? Ja, aber ist natürlich etwas langweilig, muss ich sagen, da auf Dauer. Wir waren da 10 Tage, es war sehr, sehr ruhig, aber ihr seid halt auf diesen Inseln und da gibt es halt nicht mehr. Da könnt ihr wirklich nur chillen, was natürlich nach einer Hochzeit super ist, aber da gibt es nicht so viel zu sehen und so viel Abwechslung. Deswegen war, ich glaube, diese Karibik-Kreuzfahrt so das Geilste. Wobei es natürlich jetzt ein bisschen gemogelt ist, weil es nicht nur ein Ort ist. Aber da war es halt ziemlich cool, weil wir Karibik gefahren sind und noch einen Abstecher zu Mexiko und Belize gemacht haben. Und da habe ich mir auch so ein bisschen einen Traum erfüllt, wie gesagt, geschichtlich interessiert. Und zwar haben wir uns da diese Maya-Pyramiden angeschaut, was sehr, sehr, sehr interessant ist, die Dinger mal in echt zu sehen und auch einfach mal
ja, klingt komisch, aber anfassen zu können. Das ist irgendwie, man sieht immer diese Bilder im Fernsehen, aber es ist was ganz anderes, wenn man da steht. Deswegen würde ich auch gerne mal nach Ägypten fahren, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, das ist, glaube ich, mein liebstes Urlaubsziel. Aber wie gesagt, da gibt es auch so viele Orte, die ich noch gerne sehen möchte. Ob ich es vielleicht irgendwann mal schaffe, keine Ahnung. Alleine zu verreisen ist auch irgendwie doof, ne? Kommen wir zum nächsten, der Creepypasta-Vertoner. Auch an dieser Stelle viele Grüße an dich. Erstens, wie bist du dazu gekommen, mit YouTube anzufangen? Ja, war eigentlich so ein bisschen... Ich habe sehr, sehr lange da schon YouTube gesehen, auch so Retro-Kanäle und so weiter. Und gleichzeitig habe ich auch so ein bisschen deswegen auch das Sammeln angefangen. Und ich war da in einer nicht ganz so einfachen Lebenssituation, wo ich so ein Projekt gerne mal starten wollte. Und ich dachte, ich habe mir so viele Gedanken gemacht, ich war mir so unsicher, klappt das überhaupt? Will das überhaupt wir sehen? Aber ich habe dann einfach mal gestartet und bin mittlerweile auch sehr, sehr froh, dass ich das mir getraut habe. Und deswegen habe ich das einfach gestartet. Ich habe einfach geguckt, okay, so und so ein Konzept möchtest du gerne machen mit diesen kurzen Tests, wie der amerikanische Kanal SNES Drunk, der natürlich eine große Inspiration war für diesen Kanal. Gibt es das im deutschsprachigen Raum? Ich hatte spontan nichts gefunden und dachte mir, dann probierst du das einfach mal. Um einfach mal zu gucken. Hast ein bisschen Arbeit, kannst dich ein bisschen ablenken, kriegst vielleicht ein bisschen positives Feedback, was natürlich immer gut ist, und hab's einfach mal gemacht. Und das war im Prinzip so der Grund. Ich hab mir gedacht, okay, da ist eine Marktlücke in dem Sinne, und einfach mal losgelegt und einfach mal auf die Reise begeben. Kann ich auch jedem empfehlen, falls ihr denkt, mal so einen YouTube-Kanal irgendwie mal zu erstellen oder sowas, probiert's einfach. Ich war so groß Selbstzweifel. Ich habe mir gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn man so Kommentarspalten manchmal irgendwo sieht, das Internet ist nicht gerade der freundlichste Ort teilweise. Was ist, wenn sie auf dich einschlagen? Ist auch scheiße. Aber ihr wart alle bisher fantastisch und lieb zu mir und das finde ich super von euch. Dann zweitens, bist du zufrieden mit YouTube? Was bringt die Zukunft? Ja, YouTube ist natürlich schwarz-weiß, ist natürlich nicht alles nur gut, aber so als kleiner Creator, der jetzt nicht unbedingt das jetzt macht, um jetzt irgendwie Geld zu verdienen oder so, bin ich eigentlich bisher damit in Ordnung. Gut, so als kleiner YouTuber mag man natürlich mal ein bisschen denken, okay, YouTube, so ein bisschen mehr Push auch für kleinere Kanäle wäre vielleicht nicht schlecht. Es ist halt schwer, in diesen Suchalgorithmus immer oben zu landen. Besonders wenn man halt wirklich, sagen wir mal, unter 1000 Abonnenten hat, weit unter 1000 Abonnenten und nicht so viele Klicks und so weiter. Da sollte vielleicht YouTube mal so ein bisschen mehr Nachwuchsförderung machen, sage ich mal. Aber ansonsten bin ich eigentlich groß und ganz zufrieden. Ja, was bringt die Zukunft? Momentan ist Artikel 13 und so weiter viel in Diskussionen. Warten wir mal ab, oder? Aber im Prinzip ist YouTube an sich, finde ich, eine solide Plattform. Es ist bei weitem alles nicht perfekt, aber es könnte auch wesentlich schlimmer sein. Ist meine Einstellung. Und dann drittens, wie hast du dir dein Videospielwissen angeeignet? Ja, das ist eigentlich eine Mischung aus damit aufgewachsen sein, schon damals immer relativ interessiert gewesen. Und ansonsten ja wirklich hauptsächlich auch andere YouTube-Videos, ne? Und wenn das Spiel jetzt an sich da ist, dann gehe ich gerne auf diese Seite GameFAQ, also gamefaq.com. Da gibt es viele, viele User-Tests, die dann auch gerne mal etwas ansprechen, was man vielleicht übersehen hat und dadurch dann auch expliziter ansprechen kann. Sowas ist natürlich nie verkehrt. Das sind eigentlich so meine Quellen, aber vieles ist so, kann ich nicht den Finger drauf zeigen, ich habe das genau da und daher, sondern weil es einfach... ja, irgendwie mir zugeflogen ist. Oder ne, wenn man eine gewisse Zeit spielt, dann hat man halt ein gewisses Wissen und weiß, wie ein Videospiel funktioniert und so weiter, würde ich sagen. Vierte Frage, möchtest du mal selber ein Videospiel machen? Ja, das ist natürlich, ich habe sogar schon mal selber ein Videospiel gemacht. Und zwar war ich da noch in der Schule, da gab es bei der PC Games, konnte man Laserspiele einschicken. Da habe ich mal ein Text-Adventure gemacht mit QBasic damals noch. War ich sehr stolz auf mich. Hat sogar bei der PC Games, hat der entsprechende Redakteur auch immer so 3-4 Zeilen dazu geschrieben. Man war natürlich dann eher lobend oder da hat natürlich keiner draufgehauen, sagen wir es mal so. Obwohl es natürlich im Nachhinein jetzt nicht so dass das geilste Werk überhaupt war. Aber an sich, nee.
bin ich zu unkreativ für. Ich weiß nicht, ich würde nur irgendein Spiel nehmen, quasi ein Spiel zu machen, das ist so wie. Und das sollte, finde ich, zumindest nie unbedingt der große Ansatz sein. Man sollte immer irgendwie schöne, kreative Ideen reinbringen. Übrigens, PC Games. Falls ihr alte PC Games habt, ich habe mal, weil ich weiß nicht mehr, in welcher Ausgabe das war. Ich weiß, dass es die Seite archive.org oder .org gibt, wo man sich die PDFs der Zeitschriften angucken kann. Und da habe ich mir auch die entsprechenden Jahrgänge, es war irgendwann Ende der 90er, habe ich mir die entsprechenden Jahrgänge durchgeschaut, wo der Redakteur bei den Leserprogramm- oder Spielbewertungen mich erwähnt hat. Das Problem ist, ab einem gewissen Jahrgang, mir fällt der Jahrgang gerade nicht ein, wanderte diese Beurteilung in das kleine CD-Booklet, was dabei war. Und dieses Booklet gibt's auf archive.org leider nicht eingescannt. Das heißt, falls ihr alte PC-Games mit diesem Booklet noch haben solltet, meldet euch bitte, weil ich bin immer noch verzweifelt auf der Suche nach der Ausgabe, wo das drin war. Weil ich, Idiot, habe das mir natürlich nicht aufbewahrt damals. Dann, fünftens, Entwickler, die du nicht leiden kannst. Haben wir schon vorhin angesprochen. Dann, sechste und letzte Frage. Warum immer noch ein Synonym auf YouTube? Ganz ehrlich, die Frage habe ich nicht so wirklich verstanden. Was meinst du mit Synonym? Meinst du, warum ich Retro Gaming Panda heiße? Oder wenn ja, dann einfache Antwort, mein Nickname, wo ich immer unterwegs war, ist Kampfpanda. Ne? Weil Panda cool und Kampf ist noch cooler. Übrigens vor diesen Kung Fu Panda Film, halt den Namen. Ne? Ich war zuerst cool. Und deswegen heiße ich halt auch einfach Retro Gaming Panda, weil, ne, Retro Gaming und Panda war eh mein Nickname, also. Ansonsten, wenn du die Frage anders gemeint hast, einfach ins Kommentarfeld unten reinschreiben, beantworte ich dir. Kriegen wir hin. Ja, das waren auch die Fragen. Video lange vor mich hergeschoben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr mögt, mache ich dann irgendwann auf jeden Fall wieder ein neues, mit hoffentlich dann nicht mehr ganz so viel Warteschlange. Könnt ihr in die Kommentare mal reinschreiben, ob ihr noch so ein Video haben wollt, gerne. Da würde ich dann auch entsprechend irgendwann nochmal einen Aufruf machen oder ihr postet einfach jetzt schon eure Fragen ein. Aber dass das Video dann sehr zeitnah kommt, kann ich euch natürlich nicht versprechen. Ansonsten, ich danke euch hier fantastischen Leute, dass ihr reingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefunden. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.